Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Map-Vorstellung für Transportfieber 2. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mal wieder eine Karte vom guten Schakal, und zwar den City Park Grubenfels. Ist eigentlich keine Karte, ist ein Savegame, aber natürlich befindet sich das Savegame auf seiner erstellten Map. Und ja, das gucken wir uns heute mal an. Den Link habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ihr braucht ein paar Mods dafür, die sind aber alle aus dem Workshop. Und wenn ihr das Savegame laden wollt, könnt ihr ja dann einfach, wenn euch eine Mod fehlt, auf das Workshop-Symbol klicken und dann kommt ihr direkt zu der Mod. Dort klickt ihr dann auf Abonnieren und dann habt ihr die Mod, die euch fehlt. Ja, die Map heißt City Park Grubenfels, weil er hier unten so einen schönen Park gebaut hat. Warum das Ganze Grubenfels heißt, kann ich euch nicht sagen. Zumindest heißt keine Stadt hier in der Nähe Grubenfels. Aber wahrscheinlich ist das einfach so aus der Fantasie heraus entstanden. Er hat auch hier so ein paar Straßen schon hingelegt. Könnt ihr entweder wegnehmen oder euch halt so dann anbinden, wie euch das gefällt. Einen kleinen Bahnhof hat er hier schon hingestellt. Ich klicke mal auf Play, damit hier diese Abriss-Icons verschwinden. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir gucken uns erstmal hier den City Park an und dann zeige ich euch die Karte. Er hat hier ja so ein paar Attraktionen, würde ich mal sagen, hingestellt. Quasi so ein bisschen Schönbau betrieben. Hier haben wir ein Hotel. Das muss auch mit Gütern versorgt werden, wie ihr seht. Deswegen hat er hier auch einen Bahnhof und einen Straßengüterentlade. Haltestelle hingebaut. Ja, und das Ganze auch schon ein bisschen schön ausdekoriert. Gefällt mir. Im Hintergrund seht ihr Schloss Neuschwanstein. Dann haben wir hier noch ein kleines Häuschen. Hier haben wir dieses 3D-Kino, eine Disco. Auch noch so ein kleines Dinner. Hier haben wir die Paintball-Arena, eine Go-Kart-Strecke, ein Tennisplätzchen, hier steht das Kolosseum. Ja, ist wie so ein kleiner Freizeitpark, den er hier hingebaut hat, finde ich echt cool gemacht. Ein Skatepark. Hier hinten noch so ein kleines Indianerdorf. Westernstadt, würde ich jetzt sagen, zum Besichtigen. Hier haben wir, was ist das? Die Icos 4, ach, das ist aus dem Freizeitparkpaket vom Mayo N. Hier haben wir den Freefall Tower. Auch noch ein kleines Karussell hier unten. Mit Spielplatz. Echt cool. Kann man nicht meckern. Hier hat er die Siegessäule hingestellt. Und auch echt schön ausdekoriert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das Ganze hier rund angelegt. Brunnen verteilt. Wege gezogen. Autos abgestellt. Und natürlich mit schön viel Vegetation versehen. Und wie gesagt, hier oben das Schloss Neuschwanstein. Echt mega cool. Ich bin mir gar nicht sicher. Uns das mal angucken. Ja, das mal bauen. Genau, das sieht eigentlich so aus. Das hat er noch verziert quasi mit der Steine-Mod. Steine- und Felsen-Mod vom Ingo. Hat er gut getroffen, finde ich. Schön, schön. Und hier quasi über diesen kleinen, ja, Erholungsareal müsste man da quasi noch einen Weg da hoch zwiebeln irgendwie. Oder hat er das schon? Nee, ne? Unten stehen einfach so random ein paar Zäune. Ach, das ist hier, kann man dann, oder ist da schon ein Weg drin? Nee, ich habe die Lanes angemacht, hier ist noch kein Weg drin. Aber hier könnt ihr quasi entweder euch einen Weg hoch bauen oder
ihr lasst das so. Das ist quasi wie so ein Wanderpfad, der hier hochführt, ne? Sehr cool. Ja, dann steht hier noch dieses japanische Schlösschen. Kanji Castle heißt das, glaube ich. Aber hier führt, ja, zumindest ist hier außenrum ein Weg. Aber hier hoch führt, so wie ich das sehe, kein Weg. Doch hier. Hier kann man hochlaufen. Genau, und kommt dann hier raus. Können wir kurz in die Vögel gehen. Na gut, die fliegen jetzt runter. Murphys Gesetz wieder zugeschlagen. Ja, hier hinten noch quasi so ein paar Seen zum Schwimmen. Da haben wir auch hier den Grillburger am See. Kann man hier schön schwimmen gehen. Er hat auch noch ganz schön viele Fische verteilt. Gefällt mir. Sehr schick. Ja, ist hier quasi im südlichen Teil der Map. Hier hinten haben wir auch noch einen schön angelegten Steinbruch von ihm. Hat er sich schon echt Mühe gegeben. Hier auch Kohlemine, hier eine Eisenerzmine. Viele Städtchen auf der Karte. Ich weiß gar nicht, wie viele Städtchen wir haben. Oh, sind schon einige, ne? Ich würde mal sagen 20. Oh, 25. Geht's hier Richtung Norden. Hier ist auch noch ein Bauernhof mit einem großen Feld. Genauso wie hier. Dann haben wir in der Mitte ein großes, ja, großes Gebirge. Da führt dann hier eine Straße nach oben. Hier ist auch noch ein kleines Bergdörfchen, Bauerkuhl. Und hier ist dann der Pass. Und geht dann hier wieder in den Serpentinen nach unten. Dann hier in den nördlichen Teil der Karte, hier auch wieder wunderschön angelegt, die Kohlegrube, Kohlemine, wie auch immer. Und dann wird es hier hinten wieder flacher. Hier seht ihr auch, hat er wieder das Erzbergwerk hier. Oder die Erzindustrie, sagen wir mal so, wunderbar hier integriert. Und hier oben ist auch noch ein See. Ah, hier können wir Öl holen an der Quelle, hier rüberbringen, quasi mit dem Schiff. Da auch dran gedacht, dass wir hier so ein bisschen mit Schiffen arbeiten. Und hier ist dann noch ein schöner kleiner Steinbruch, ein bisschen überflutet. Und die nördlichsten Orte sind hier Langenscheid und Wiesenmühle. Ja, wirklich eine coole Karte, wo er, wie gesagt, hier unten dieses Erholungsgebiet, dieses Freizeitgebiet schon angelegt hat. Könnt ihr natürlich, wenn ihr Bock habt, auch erweitern. Einfach so lassen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr geniale Sache. Und der Schakal, der macht ja eh schöne Maps immer. Da werde ich in Zukunft, ich habe da noch zwei, drei gefunden, die ich vorstellen möchte. Da gibt es auf jeden Fall noch mehr von ihm dann zu sehen. Ja, ich denke, ihr habt einen ganz guten Überblick bekommen. Ich gucke hier nochmal durch. Ob ich irgendwas vergessen habe. Nö, dem scheint nicht so. Hier haben wir noch auch noch so einen kleinen Burger. Quasi als kleine angelegte Raststätte. Gefällt mir. Sehr, sehr schön.
In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Karte, falls ihr die spielt. Ah, hier geht es auch nochmal hoch. Sehe ich gerade. Aber hier ist nichts. Ja, wünsche euch viel Spaß, wenn ihr die Map spielt. Und lasst dem Schakal, wenn euch die Karte gefällt, doch gerne einen Daumen nach oben da. Und einen netten Kommentar. Da freut er sich bestimmt. Und baut uns in Zukunft noch weitere dieser tollen Karten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.